Okay, willkommen zu Ratchet & Clank wieder. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass wir zu den nächsten Planeten fliegen möchten, aber da gab es ja noch die Stelle hier. Und da wir das Teil haben, mit dem wir uns unter Wasser schnell fortbewegen können, können wir das gut hier einsetzen. Wir werden jetzt also hier durch diese Ringe schwimmen und damit können wir dann eine Tür öffnen und dann unter Wasser uns hier fortbewegen. Okay, hier sollten wir nicht drankommen. Ich demonstriere es nur einmal. Denn ja... Was erwartet uns jetzt hier? Strom, mächtig Strom. Das ist jetzt hier so eine Zeitsache. Wenn wir das ausschalten, aktiviert sich eine Zeit. Und in der Zeit müssen wir uns hier möglichst schnell am Ziel begeben. Also besser gesagt, aus dem Wasser raus. Und da schon wieder die nächsten Ringe für die nächste Tür. Und das Ding geht auf. So. Ihr habt das bestimmt jetzt schon öfters gehört, auch von mir, dass viele Spieler Unterwasser-Levels nicht so toll finden. Aber bei Ratchet & Clank kann man wirklich sagen, dass die Unterwasser-Level eigentlich toll gelungen sind. Wenn ich das mal mit Jack & Dexter vergleiche. Bei Jack & Dexter gab es ja überhaupt kaum Unterwasser-Level, ja. Da gab es eigentlich gar keinen Unterwasser-Level. Da konnte man nicht mal richtig schwimmen. Das war das Problem. So, okay. Hier sind wir am Ziel angekommen. Und was haben wir jetzt hier Schönes? Tata! Du hast den Boltgreifer gefunden. Ja, damit fliegen uns die Münzen gleich in den Taschen. Warum ich jetzt Münzen sage? Weil das ganz einfach aus Slime mich erinnert. Okay. Nun fragt ihr euch, wie kommen wir zurück? Na, das ist nicht so schwierig. Okay. Und wenn mich nicht alles täuscht, gab es hier auch noch einen versteckten Bolt, goldenen. Aber dem sammle ich jetzt einfach bewusst mal nicht ein. Genauso wie in der letzten Folge, ja. Ne, in der vorletzten Folge, wo wir da auf den Ruinen waren. Da gab es ja auch noch einen versteckten Bolt, den ich sammeln wollte. Aber wir werden auf jeden Fall noch was einsammeln, was uns das Ganze noch erleichtert. Da sehen wir nämlich diese versteckten Bereiche, wo wahrscheinlich die goldenen Bolts sind. Jetzt fliegen wir erstmal zum Gadgetron-Fabrik. Kalebo 3. Neue Geräte suchen. Okay. Das fängt langsam an, mich zu nerven. Ich weiß nicht, warum ich mich mit euch unfähigen Idioten abgebe. Na gut, ich versuche es noch ein einziges Mal. Ihr seid meine besten Elite-Truppen. Ich schicke euch auf die Oberfläche des Planeten, um diese Störenfriede endgültig zu vernichten. Jetzt geht! Oh, und wenn ihr Gadgetron zerstören müsst, um sie zu kriegen, dann tut es. Ja, ja, Drake, red du nur weiter. Aber wir sind schon, wir heizen ihn mächtig ein, so. Okay, jetzt sind wir also auf Kalebo, den Gadgetron, Hauptfabrik, Lager, was auch immer. Und ja, ist hier sozusagen eine neue City. Ja, sieht auch ziemlich klasse aus. Auch die Wolken. Hat schon was. So. Hier können wir diese Glasteile kaputt machen. Da befinden sich goldene Bolts drin. Ne, nicht goldene Bolts. Ich sehe schon wieder nur goldene Bolts. Na klar. Hier ein bisschen was einsammeln. Aber ich kann auch gleich dazu sagen, die Gegner hier, ja, die steigern sich schon wieder von dem Schwierigkeitsgrad her. Warte mal, was nehme ich denn da am besten für... Na komm. Rida, raus und zack, bum, bang. Da sind wir, unsere tollen Gegner hier. Ihr kennt sie, ihr wisst, was sie machen. Darum knall ich sie gleich erstmal ab. Und die Gegner, die sprühen hier so, ja, so Feuer irgendwie. Da, schaut. Okay, sie machen auch das. Guck mal, die sind ziemlich unangenehm, weil die da in der Luft fliegen können und so. Na, geh auf, du blödes Ding. Was ist denn das für schlechte Technik hier? Bumm.
Ich könnte jetzt diesen Weg hier nehmen. Das ist eigentlich der eigentliche Weg für dieses Level. Aber ich nehme jetzt einfach mal hier den linken, um es schnell hinter mich zu bringen. Na, warte mal. Ach nee, ich müsste hier rein. Okay. Ich gehe einfach mal hier lang. Na, da kommt jetzt was mit den Gleitschuhen wieder. Okay. Ich wechsle mal die Waffe. Warte mal, was nehme ich für Waffe? Diese, genau. Denn man kann ja auch nebenbei diese Granaten hier abschießen. Ah, natürlich nicht in der Kurve. Okay. Damit hätte ich schon wieder diesen Stilpunkt ruiniert. Denn auch wie in der anderen Strecke da in den auf der anderen Planeten kann man hier einen Stilpunkt bekommen, wenn man hier unbeschadet ans Ziel kommt. So. Hier kommen jetzt irgendwelche komischen Gefährte. Ich weiß nicht, was das für Teile sind. Auf jeden Fall kommen sie ziemlich rasant an. Und man muss auch darauf achten, dass man hier einige Ziele abschießt. Hier muss man ziemlich aufpassen, ja, kann man sagen. So. Okay. Ich hoffe, ihr genießt auch im Hintergrund die ganze Umgebung hier. Weil das ist einfach das, was einen fasziniert. Ach ja, da gab es ja noch eine Stelle. Ach, verdammt. Da muss man halt die ganzen Ziele hier abschießen. Und dann öffnet sich da ein neuer Weg. Und da befindet sich dann der goldene Bolt dieses Planetens hier. Einer davon. So, aber hier sind wir jetzt erstmal am Ziel. Bei hey, der netten Lady. Endlich treffen wir die Maus vom Helpdesk. Hoffentlich ist sie süß. Das ist doch egal. Ja, ja. Ah, oh, Mann. Sind Sie öfter hier? Naja, ich arbeite hier und bin deshalb immer da. Oh, ja. Ich habe gesehen, wie gut du vorankommst. Hier, psst, nimm das. Es ist ein Kartomat. Er wird dir nützlich sein. Dann sehen wir uns später. Tschüss, Süßer. Ich glaube, sie mag mich. Der Kartomat von Gadgetron macht geheime Abschnitte ausfindig. Rufe einfach die Karte auf und schon werden alle versteckten Zonen auf ihr markiert. Okay. Der Kartomat. Das ist das, was ich von dem ich gesprochen habe, dass man da die geheimen Gebiete findet. So, okay, hier gibt es noch ein weiteres Geheimnis. Denn hier muss man runter und dann sehen wir hier ein Portal. Kann man ziemlich schnell leicht übersehen. Und jetzt fliegen wir einfach dann mal da drüben hin. Und was erwartet uns hier? Die Mitarbeiter des Monats. Guten Tag, guten Tag. Was habt ihr hier? Goldenen Bolt, den schnapp ich mir. Hä? Oh, das hat sich gereimt. Cool. Sag mal, ist das hier ein Hühnerstall? Mann, Mann, Mann. Okay. Schnell raus hier, sonst werden wir auch noch zum Huhn. Gut, das war das Geheimnis. Da haben wir also schon einen goldenen Bolt dieses Planeten. Und jetzt können wir uns den normalen Weg hier widmen. Auch vorher suche ich noch mal ein bisschen hier, ein bisschen rum. Vielleicht finden wir was. Gut. Gut. Reicht. Wir sind Millionär und so. Nee, eigentlich nicht, aber... Deswegen sammle ich ja hier diesen Müll auf der Straße, um damit meine Brötchen zu finanzieren zu können. Okay, aber das soll jetzt erstmal genügen hier mit den Sammeln und wir nehmen das Taxi. Jetzt haben wir genug Geld von der Straße gesammelt, um das Taxi uns leisten zu können. Das mache ich immer so. Ja. Also wenn ich Taxi sage, erinnert mich das irgendwie schon wieder an Pizza. Ich weiß auch nicht warum. Ganz komisch. Ich könnte jetzt glatt schon wieder eine Pizza bestellen, aber nein! Ich muss wieder Geld sammeln von der Straße. Ja, mit der Pizza mache ich das genauso. Okay, genug geschlappert, jetzt nehmen wir den normalen Weg. Aber vorher Gadgetron? Na komm, Gadgetron. Vielleicht können wir noch ein bisschen... Hallo, Fellknäuel. Ah, Mann, die ist zu teuer. Ja, ein bisschen Ammo.
bisschen Munition für die Rida, aber nur ein bisschen. Ja. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Bumm! Danke für eure Bolts. Okay, warte mal, wie komme ich da hoch jetzt? Achso, ich muss hier lang. Ich hält. Ach ja, hier. Jetzt kommt das, was mich erinnert an die Hero Turtles. Turtles in Time. Ja, da muss man hier... Achso. Ist man jetzt hier wieder in so ein... Erinnert ein bisschen an einen Fahrstuhl. Aber ich glaube, es ist gar kein Fahrstuhl. Und hier diese Roboter-Nerds ausschalten. Dummies. Das erinnert mich wirklich ziemlich an die Hero Turtles, Turtles in Time. Wo man da dann den. Wie hieß das? Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, ihr wisst bestimmt, was ich meine, wenn ihr Turtles in Time kennt. Ansonsten, vielleicht kennt ihr auch Crash Dummies für die Super Nintendo. So. Schwört ab! Und ich verbrauche einfach mal meine Raketen für diese Kisten, aber egal. So. Genau, jetzt müssen wir da ranziehen mal kräftig. Und mal so schnell drüber fliegen hier. Und da macht's bumm und es leckt. Eben wegen der Rida, weil sie nicht anständig getestet wurde bei irgendwelchen Robotern. Und deswegen passiert das. Okay. Jetzt kommen wir wieder in so einen Abschnitt. Na gut, okay, die Kiste lasse ich da einfach mal jetzt stehen. Also, ist nicht zu umständlich. Und ja. Fress dies! Und schaut mal, die haben jetzt hier Boxhandschuhe. Ich glaube, den können wir uns auch aus dem Gadgetron-Laden kaufen. Ist auch so ein nettes Zeug. Wenn man Munition sparen möchte. Wirkt ganz gut bei einzelnen Gegnern. So eine Faust ins Gesicht wirkt eigentlich ganz oft gut. Zumindest im Videospiel. Im echten, da sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ne? So. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Oh, und hier ganz viele Kisten. Toll. Und ja. So, und dann fliegen wir hier rüber und freuen uns. Weil wir fliegen können. Solange wir nicht abstürzen. Okay. Da ist wieder ein Gadgetron-Händler, aber ich kaufe einfach mal nichts. So, flieg hier so schön rüber. Okay, ich dachte schon. Eigentlich wollte ich den tollen Skill zeigen, den ich habe. Dass ich gleich von dort aus rüberkomme. Aber irgendwas ging wieder schief. Aber so ist das manchmal mit dem Trieb hier in einem Jetpack. Versuchen wir es ganz einfach nochmal. Genau. Hat schon wieder geruckelt. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Zack. Und rüber. Das ist meine Strategie. Und ich habe es mir auch angewöhnt, von hier aus immer gleich da dann dran zu schießen. Und dann hier so rüber zu kommen. Hat so jeder seine eigene Strategie, wie er das macht. Kann man auch auf den normalen Weg machen. Gut, jetzt sind wir hier. Da sehen wir schon wieder so einen Durchgang, wo dann uns wieder irgendwelche Dummy-Roboter attackieren wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Wir sind ja gewappnet hier. Und jetzt haben sie Flammenwerfer. Also jetzt wird es schon gefährlicher hier. Geh weg hier. Böser Junge und so. Einfach mal die Rida-Munition verschwenden. Aber hey. Umso schneller geht das hier alles. Nicht, dass das mein Ziel jetzt hier wäre, um das schnell zu beenden. Aber es ist halt ein gutes Gefühl, schnell irgendwelche Roboter zu killen. Besonders wenn man overpowered mit einer Waffe in der Hand rumläuft. So. Hier kenne ich auch keine Gnade. Da sollte man auch
Hier kann man... Das ist eine gute Stelle hier, da kann man den Reader ganz gut verwenden. Das erinnert mich auch ziemlich stark am letzten Level. Da wird es so einige Gegner von diesen hier geben. Und da ist der Reader unentbehrlich. Wie steht's mit meiner Munition? Mit meiner Gesundheit? Alles okay, okay. Was? Was war das? Achso. Das war die falsche Waffe. Hm. Passiert auch manchmal, dass ich mich an den Waffen irre. Da ist dann so ein kleiner Pupsgegner, den ich mit einer normalen Pistole abknallen will. Und dann zücke ich einfach mal den Raketenwerfer. Hm, passiert. Okay. Wie viel haben wir jetzt? Okay, wir haben schon die Hälfte von der Stromklaue. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werde ich dann euch die Stromklaue zeigen. Weil ich dann ganz einfach noch ein bisschen Munition sammeln werde. Bolz. Aber jetzt knallern wir einfach mal hier voll rein. Und wir müssen alle Gegner halt erledigen, um halt das Tor zu öffnen. Die machen komische Geräusche. Hey du. So, okay. Das Tor ist offen und wir können durchgehen. Und wen haben wir hier? Ach ja, jetzt kommt die Stelle. Das ist das eigentlich, was ich am Anfang machen wollte. Denn wir werden jetzt eine neue Hoverboard-Herausforderung absolvieren müssen. Aber warte mal. Ja, leider werde ich euch das in der nächsten Folge zeigen. Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall. Ja, ich mache am besten erstmal hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Okay, Folks. Weiter geht's mit Ratchet & Clank 1. Wir befinden uns auf dem Planeten Kalebo oder Kalebo 3 oder wie das heißt. Auf jeden Fall ist es hier das Gadgetron, die Gadgetron-Fabrik. Und uns steht in dieser Folge ein Hoverboard-Rennen bevor. Aber vorher reden wir mit den Typen hier. Entschuldigung, Sir. Ich frage mich, ob Sie besorgt sind wegen der, Sie wissen schon, Invasion. Junge, unser Abwehrsystem ist das teuerste der ganzen Welt. Mach dir deswegen keine Sorgen. Bist du schon mal Hoverboard gefahren? Ja, ein, zweimal. Ich suche nach einem coolen Jungster, einem, der meine neuen Boards präsentiert. Eben jemand, den die Kids bewundern. Dann bin ich Ihr Mann. Wenn du meine Testboards im Rennen schlägst, dann hast du den Job. Los geht's. Also okay. Ihr seht da diese Teile, das sind keine Goldbolts. die muss man einsammeln, das sind Raketen. Und ja, das ist unsere Erneuerung hier in diesem Rennen, dass wir hier diese Gegner abschießen müssen. Denn ohne würden wir das Rennen, glaube ich, auch gar nicht schaffen. Ja. Okay. Und wir müssen natürlich den Boost einsetzen. Und den Boost können wir uns natürlich holen hier von diesen Plattformen. Oder durch Ringe fliegen. Oder man macht einen coolen Trick. Das ist aber alles ein bisschen schwierig. Besonders wenn man dabei sprechen muss. Man kann hier nämlich ganz coole Tricks machen. Und ich hab's ruiniert. Oh Mann, was? Hallo! Ich wollte hier durchfahren. Denn ganz einfach, hier kann ich mir hier den Spezialweg freischalten. So nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist eine kleine Abkürzung. Ich fahre den ziemlich gerne. Ganz einfach, weil da auch ein paar Kisten sind. Und ja, man halt toll sein kann. Kann man ein toller Rennfahrer hier sein auf der Strecke. Ein toller Hoverboard-Rennfahrer. Und man kann dann nebenbei auch noch... Nochmal das Ganze. Glaubt mir, wenn man da einmal ruiniert, dann hat man schlechte Karten. Darum mache ich das ganz einfach nochmal hier. Ich hasse das auch, wenn der Anfang gleich ruiniert ist. Man alles nochmal neu machen muss. Da startet man gleich schon mit einer schlechten Laune ins Rennen. Das wollen wir ja nicht, ne? Und darum, ja, schießen wir einfach mal hier diesen Typen ab. Immer wieder mal einen kleinen Trick machen. Ihr seht das hier links oben. Unsere Leiste füllt sich dann. Und ich kann dann meinen Boost einsetzen, ohne dass ich hier auf so einer Plattform bin. Sollte man aber auch überlegt einsetzen, wenn kaum die Leiste gefüllt ist. Ja, okay, das war das wieder mal. Das möchte ich euch auch noch zeigen. Bla bla bla. Man kann natürlich auch
die Strategie haben, hier erstmal ein bisschen Raketen einsammeln, um sie dann im richtigen Moment einzusetzen. Was ich eigentlich auch vorhabe. Okay, das... Ach komm, weißt du, machen wir nochmal das neu. Machen wir ganz normal. Ja, dafür haben wir die Möglichkeit, hier ins Menü zu gehen, neu zu starten. Aber glaub mir, das ist gar nicht so abwegig hier, dass man das... Was ist das denn, ey? Wenn der Start nicht klappt, dann muss ich das nochmal machen. Es ist nicht so abwegig, dass man das hier immer wieder von vorne anfangen muss, besonders wenn man das zum ersten Mal spielt. Ich spiele es nicht zum ersten Mal, aber ich muss mich halt auch wieder reinfinden. Und ja. So, zwei Raketen, da können wir mal eine losschicken. Auf dem Weg ins Ziel. Okay. Da, eigentlich wollte ich jetzt da hochfahren, aber was soll's? Brauchen wir doch nicht. Wichtig ist nur, dass wir hier die Rakete einsammeln, dann sind wir glücklich. Ach man, nein, was mache ich denn? Verdammt nochmal. Ich hasse das Rennen. Ganz ehrlich, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich das Spiel hier verflucht. Einfach so schwierig hier das Rennen. Aber im Prinzip, wenn man das wirklich beherrscht, das ist so ein typisches Ding hier. Wenn man das halt schnallt, wie es funktioniert, ist es dann wiederum leicht. Ich mache eine kurze Pause. Und weiter. Okay, versuchen wir es nochmal. Bin gerade auch wieder ein bisschen frustriert, weil ich da nicht hochkomme und dies und das. Und ja, bla bla bla. Und hier aber eine Rakete. Ja, es ist toll. Zack, weg. Zack und weg. Okay, hoch hier. Ihr seht da auch noch einen Geheimweg. Aber ich glaube, den kann ich auch gar nicht so empfehlen. Aber wir versuchen ganz einfach mal unser Glück hier. Ach Mann, ey. Ich fahr rein, ey. Ich könnte schon mal ausrasten, ey. Los, Mann, wo sind meine Raketen? Verliere ich die etwa, wenn ich sterbe? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin ja der Profi-Spieler und weiß das natürlich auswendig, ne? Okay, jetzt werde ich mir aber erstmal hier die... Nochmal, nochmal. Okay, der Sprung ist übrigens auch sinnlos hier und der ist auch sinnlos. Lieber den hier und den und den. Und dann haben wir noch ein paar Raketen. Das war wieder auch dumm. Und warum fahrt ihr in meine Kisten rein, ey? Sind das vielleicht eure Kisten? Sieht nicht so aus, oder? Also überlegt euch, was er tut. Okay, ich bin Zweiter. Den ersten müssen wir uns auch noch schnappen. Ja, ist klar. Ich muss ja schließlich Erster werden hier. Okay. Geheimstrecke. So, wo ist der Erste? Hallo, wo bist du, Junge? Junge, ach, da vorne fährst du. Okay, richtig da mit der Rakete? Wahrscheinlich habe ich ihn wieder nicht getroffen. Das kann ja noch was werden, ey. Da fährst du schon so schnell. Komm schon, den kriegen wir. Jetzt müssen wir noch mal kriegen, ey. Da ist er. Friss die Rakete, Junge. Friss gleich zwei, weil die erste nicht kriegst oder was. So, okay. Jetzt müssen wir einfach nur noch den Platz halten. Dann ist alles okay. Immer eine Rakete noch im Gepäck. Und dann sollte es auch gut gehen. Aber allerdings sollte man hier vermeiden, halt gegen irgendwas zu fahren. Ne? So. Okay. Yeah, Mann! Das sind schlechte Tricks, kann ich gleich sagen. Es gibt hier noch einen Spezialtrick. Da bekommt man richtig viel Boost. Das aber so, war ja. Wahnsinn! Und jetzt musst du nur noch ein paar Worte über unsere neuen heißen Boards sagen. Hä? Jetzt?
Natürlich. Schau einfach in die Kamera da drüben und sag, was dir so in den Sinn kommt. Und bitte. Hi, ich bin Let's Player. Ich bin Ratchet bei Gadgetron Hoverboards. Und wenn ihr, Jo, Leute, das absolut fetteste Board der Galaxie ist ohne Frage das XZ88 von Gadgetron. Es geht absolut cool ab. Da hab ich wohl den Falschen erwischt. Das war nicht schlecht. Hey, ich frag mich grad, krieg ich jetzt eigentlich Rabatt auf Geräte? Man muss erst mal volle 2 Jahre bei der Firma beschäftigt sein, bevor es überhaupt Angestelltenrabatt gibt. Aber das kann ich dir jetzt schon mal geben. Hier! Oh yeah, das ist alles, was wir wollten, Mensch. Die Gadgetron-Holo-Verkleidung ist das perfekte Infiltrationsgerät für alle unsere Kunden, ausgenommen Roboter. Aktiviere das Gerät und drücke die Kreistaste. Sofort bist du als Wachroboter getarnt, wodurch Wachroboter-Sicherheitssysteme Yippie. Dich nicht entdecken können. Durch erneutes Drücken der Kreistaste kannst du anderen Robotern zuwinken und diese dazu bringen, yeah. Kraftfelder für dich zu deaktivieren. Achtung! Hä? Was ist das denn? Wieso bricht hier das Video ab? Das ist mir auch noch nie passiert. Ganz ehrlich, ich habe nichts gedrückt. Egal. Naja, achso, ja. Ja, ich muss euch, es klingt vielleicht komisch, aber ich werde jetzt erstmal die Aufnahme abbrechen, weil ich jetzt schlafen und so, ich bin müde. Und wir sehen uns dann auf diesen Roboterplaneten wieder, ja? Also bis dann.